Hallo und willkommen zu der sechsten Folge der Asienkarte. Ich suche jetzt mal den Zug. In der letzten Folge. Jetzt wäre ich wusste hin. Hä? Da. In der letzten Folge habe ich eine Streckenerweiterung von Zwickau nach Suhl gemacht über Hof und auch Busse eingerichtet. Wie man sieht, ist der Zug voll. In Erfurt warten sehr viele Menschen. Genauso wie in Minden, deswegen muss ich auf jeden Fall den Zug verlängern. Das mache ich jetzt auch zuerst. Weil dann ihr wisst, was ich jetzt machen werde. Wo ist eigentlich die Mitte? Ich glaube, ich mache jetzt einen Ausweichgleis. Ich würde sagen, eigentlich Zwickau. Muss ich aber noch gucken, wenn das dann falsch ist. Ich würde auch hier so ein Ausweichgleis dann machen. So, ein Einbahnsignal. Und wenn ich Glück habe, sollte das jetzt auch funktionieren. Also ich würde einfach mal den Zug duplizieren. Den hier. Warum kann ich mir kein Geld mehr leihen? What the? Ah ja, okay. Macht auf jeden Fall Sinn. Wie lang ist denn der Wagen? Also der Zug, wie viel wert ist der? 130.000. Warum kann ich mir kein Geld mehr leihen? Was ist denn das? Wie würde eigentlich mein Hauptquartier gerade aussehen? Immer noch die alte Baracke, verstehe. Nein. Also wie viel kostet denn das? Ich mache jetzt einfach mal selbst jetzt hier. Ah, die ist auch schon draußen. Die ist sogar günstiger. Ich würde die aber nicht nehmen, weil die schlechter ist. Die ist lauter, aber schlechter. Ja. Lol. Den nehme ich auf jeden Fall auch. Stark. Nehme ich mal nicht. Also, ich will 48 Kapazitäten. Das kostet 1,3 Millionen. Aber das ist halt so teuer. Dieser Sound kam gerade von meinem exportierten Video. Ich habe gerade die fünfte Folge exportiert in meinem Schnittprogramm. Daher kommt der Sound. Also, ich muss jetzt. Hilfe. Jetzt muss ich warten, bis dieses Schiff hier angekommen ist. Dann kann ich mir das wahrscheinlich schon leisten. Aber hier kommen ja auch schon die nächsten direkt, also wird gleich schon funktionieren irgendwie. Ja. Ich hasse das. So, jetzt sollte das gleich kommen. Aber man sieht ja hier immer 1,3 Millionen, also 1,29. Und dann immer 45.000, also 400.000 ausgeerbt. Die Linie ist auf jeden Fall ein Plus. Ja, jetzt muss nur dieses Schiff hier kurz ankommen. Ja, ich brauche 600.000, dann soll das funktionieren. Hilfe. Come on und bam. Go auf Linie 2. Da ist es. Und hier kommen auch direkt, wie gesagt, schon die nächsten Schiffe. Auch voll beladen. Und hier wird es nicht weniger. Also ich habe drei Schiffe drauf. Linie 4 sogar. Wo ist das vierte?
Ah, kommt gerade an. Aber da ist halt 200, was auch immer. Deswegen werde ich immer. Ja, stimmt, ich habe nicht genug Geld. Ja, kacke. Aber ein weiteres Schiff mach ich mal. Aber das Schiff 6 ist jetzt. Ja, die kosten mich alle so 200.000. Come on. Oder? Nee, 500.000. Ich habe gerade ein älteres Schiff benutzt. So, jetzt habe ich zwei Schiffe mehr. Das sollte jetzt auch erstmal gut sein. Okay, hier ist auf jeden Fall alles ausgelastet. Ah ja, ich habe ja wieder kein Geld mehr. Weil ich mir auch hier nichts leihen kann. Ja, finde ich gut. Ich weiß nicht, was es ist. So, ich packe hier mal ein paar Plattformen drauf. Und ein drittes Terminal für die. Weil ich habe ja drei Linien, ne? Oh. Jetzt bitte richtig hinsetzen, so. Ja, jetzt sollte das auf jeden Fall alles klappen. Und jetzt, warte mal hier, also alle Linien halten nicht da, wo sie halten sollen. Also da hält die Linie 5, die Linie 6 und die Linie 7. 6, 5, also 5. Also du hältst bitte mal hier auf, bei Gera Süd hältst du mal auf Terminal 1. Und so klappt es ja auch schon. Dann ist das Verkehrskonzept ein bisschen besser gelöst, glaube ich. Ja. Also den Zug habe ich ja jetzt auch schon dupliziert, also das ist ja auch schon mal gut. Und das ist der Zug. Ja, es ist wieder kein Linie im Minus, das finde ich noch gut. Und ja, ich muss jetzt mal überlegen, was ich jetzt gleich machen werde. Also ich könnte schon mal mit der, ich könnte hier schon mal die Strecke erweitern. Ja. Jetzt hat sich hier in Erfurt hier ein bisschen was gebildet, was Häuser angeht. Das wird jetzt auf jeden Fall sehr teuer werden. Ich packe schon mal die Plattformen hin. Aber hat man schon dieses Dach hier, wie krass. Drittes Gleis werde ich noch nicht bauen. Doch komm, drittes Gleis baue ich schon mal. So. Also, da muss ich jetzt gucken, wie ich das Ganze baue. Also in Erfurt-Ried wollte ich noch einen Bahnhof haben, wo dann die Regionalbahn hält. Ja, und hier die Strecke. Und diese Strecke wird sehr wichtig sein, denn die wird mich bis zum Ende des Spiels begleiten. Weil es ist ja innerstädtlich und da muss ich schon mal richtig einen richtig guten Grundstein setzen, dass hier richtig gut schon mal die Strecke bauen, dass es angeht. Oh mein Gott. Immer diese KI. Ich hasse es. Wartet mal, ich werde ja erstmal. Ich werde ja erstmal versuchen, so ein bisschen so ein Gleisfeld zu bauen. Also ich werde erstmal diese Straße wegmachen, die ist ja mehr als unnötig. Also der Bus fährt ja auch nicht vorbei, also oh doch, tut er doch. Nee, tut er nicht. Oder doch? Ja, das tut er. Die Straße muss ich nicht widersetzen.
Oh Gott, Fahrzeug im Weg, ich hasse es. Ja, das geht natürlich wieder nicht wegen Kosten. Also safe. Jetzt baue ich hier eine Weiche so ein bisschen. Und diese... Dieses Ding hier kann erstmal weg, so. So. Und hier die Weiche rein. So, zack. Dann kann ich das jetzt bauen. Ja, dann packe ich mal ein paar Signale rein. Ich, der gefühlt immer Einbahnsignale baut. Oh, dieser Busch. Nee, oh komm. Was bist du? Also, oh. Den hier brauche ich. So. Jetzt kann ich schön diese dieses Gleis wieder neu platzieren. So. Ja, Erfurt. Die Streckenbau in Erfurt. So. Ein Signal hier. Einbahnverkehrssignale. Dann sollen da halt die Züge warten. Ja, da. Ah nee, oh, 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 oh. Ganz schnell. Eine Straße hier. Ah nee, das geht ja gar nicht. Wegen der Weiche. Das ist jetzt kacke. Ich muss eine Brücke bauen. Aber kann ich nicht. Ich kann auch kein Geld leihen. Was für eine Scheiße. Mann, was ist das? Komm. Please. Boah. Also jetzt baut die Stadt ja wieder diese Häuser neu. Ja, das war jetzt auch wieder dumm. Ha. Nur 175.000, bitte. Wo sind wir meine Boote hin? Das eine. Wo ist mal die Linie? Die Linie ist hier. Was soll das hier sein? Hä? Wo sind die denn gelandet? Das nächste kommt hier. Das dauert auch noch lange. Ich gehe mal wieder zurück nach Erfurt. Ja, da werden wir ein Neuhaus gebaut. Scheiße. So, jetzt. Jetzt muss ich schon mal hier gucken, wie ich die Brücke bauen werde. So. Einmal so eine hier. Ich habe absolut kein Geld mehr. Oh Gott, warum kann ich mir eigentlich gar nichts leihen? Was ist für ein Bug, bitteschön? Urban Games, bitte fix das, was auch immer das ist.
Come on, bitte. Aber ich finde das Gleisefeld für so einen dreigleisigen Bahnhof echt irgendwie schön. Also ich finde das irgendwie gut. Erfurt. Wenn hier irgendwann mal dieser Hauptbahnhof steht, dann wird das echt richtig nice. In der Mitte Leipzig extra übrigens Platz gelassen für den Hauptbahnhof. Wird aber schwierig, da dann wahrscheinlich alles schon zugebaut ist, dann muss ich ihn irgendwo hier bauen oder so. So, jetzt habe ich wieder Geld. Jetzt wurde hier natürlich wieder was gebaut. Und ich habe nicht genug Geld. Das hier geht so. Aber jetzt muss ich noch diese Straße hier so ein bisschen verbinden. Also entweder ich mache so, aber hier ist die Steigung zu groß. Ja, ich mache so. So, zack. Jetzt sollte die Linie da auch wieder lang führen. Ja, genau. Perfekt. Warum kommt jetzt da so eine... Warum blockieren die sich jetzt? Habe ich einen Fehler mit Signalen gemacht? Wo ist denn der andere? Der müsste doch irgendwo hier stehen, oder? Hä? Der andere ist hier? Aber hier sind doch Signale. Warte, wo bist du denn? Der eine ist in Suhl, der andere, also das ist hier Regio 1, der andere... Regio 02 ist wo? In Hof. Warum stehst du hier in Hof, Digga? Was denn? Ja, brauche ich hier noch eine Ausweichgleis rein, was soll's. Andere Möglichkeiten habe ich ja jetzt auch gerade nicht. So, ich hoffe, das Geld reicht noch für Signale. Gerade so. Gerade so reicht es noch. So, hier. Jetzt fahrt weiter. Dankeschön. So, in Erfurt ist die Infrastruktur jetzt schon mal ein bisschen verbessert. Also, das finde ich jetzt schon mal gut. Ich würde hier noch so. Naja, nee. Ich würde sagen, ich will das noch das hier mit dem hier verbinden, aber nee, wenn da keine Züge fahren, dann mache ich das nicht. Und ich baue jetzt einen Bahnhof Erfurt Ried. Und wenn ich irgendwann in Leipzig bin, also Mark Kleeberg, dann werde ich wahrscheinlich auch dort dann hier die nächste Linie bauen, die Linie 3, die Zuglinie 3. Und übrigens würde es dann später RB1, RB2, RB3 heißen, also das hier wäre die RB1. Hier Minden-Suhl RB2 und Erfurt-Düsseldorf dann wahrscheinlich RB3 und ja, die will irgendwann bis Düsseldorf fahren wahrscheinlich. Ja, die Regionalexpresslinie, die baue ich dann wahrscheinlich erstmal so 1950, wenn ich dann auch alles hier so ausgebaut habe mit Strecke überall, wenn halt überall Strecke so ist, ne? Ah, come on. Immer dieses fehlende Geld, ich hasse es. Ja, endlich. Endlich. Und hier wird ja eine zweigleisige Hauptstrecke sein. Wo muss ich hin? Hier. Oh, Leute, jetzt wird ja direkt nur dieses kleine Haus, wurde direkt Platz gelassen gefühlt. Nee, doch nicht. Hilft mir doch nichts. ist sowieso teuer. Oh, da hätte ich jetzt Erfurt Ried. Rieder Bahnhof. Einmal die Straßenconnection. Noch hier. So. Und da könnte jetzt auch der Bus lang fahren, also ja, da mache ich extra mal eine Haltestelle. Und nach der, wo ist es? Hier. Nach der 12.
Erfurt Ried. Bahnhof. Erfurt Ried Bahnhof. Ja, dann hat Erfurt damit zwei Bahnhöfe, die beide größer sind als alle anderen auf der ganzen Karte. Und zwar ist es der einzige Bahnhof, der drei Gleise hat, das ist der einzige Bahnhof, der zwei Gleise hat. Ansonsten haben alle eins. Das ist eigentlich voll weird irgendwie. Wo war eigentlich hier nochmal mein Ausweichgleis? War hier. Okay. Ja, das wäre dann schon mal der Bahnhof hier. Ich würde dann wahrscheinlich erst noch nach Leipzig ausbauen. Und ja. Davor verbinde ich nochmal das hier. Ja, genau. In Leipzig äußerisch ist ja schon Verkehr mit meinen LKWs. Ja, ich habe halt aktuell richtig wenig Geld. Ich würde einfach mal in Markkleeberg eine Haltestelle bauen. Und zwar erst mal mit einem Gleis. Das werde ich dann später mal auswechseln. Denn das wird erstmal der Endpunkt der Linie sein. Und zwar werde ich von Minden über Erfurt Hauptbahnhof und Erfurt Ried und nach Markkleeberg, wie auch immer man das ausspricht, Markkleeberg oder Markkleeberg, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, die Regionalexpresslinie 3 bauen. Beziehungsweise Linie 3, es heißt erstmal Linie 3. Aber wenn dann wahrscheinlich 1950 noch die Regionalexpresslinien dabei kommen, also dazukommen, werde ich dann das halt umbenennen. Jetzt fehlt mir wieder das Geld. Ey, guck mal, ich habe ein Darlehen von 16 Millionen eigentlich, da dürfte ich 150 Millionen aufnehmen. Ich kann weder was zurückzahlen, noch was leihen. Das ist so behindert. Warum? Oh, jetzt werde ich erstmal meine 59.000 aktuell so ein bisschen genießen, indem ich hier erstmal die Strecke so ein bisschen ausbaue. Ja, nee, komm, ich mach Play. Jetzt habe ich wieder 60.000. Und damit, nee, damit kann ich die Strecke gar nicht fertigstellen. Hier sind ja noch diese Gebäude. In der Stadt sich irgendwelche Gebäude zerstören muss, das ist immer so doof. Aber dann haben Minden und Erfurt jetzt auch Anbindung an zwei Linien. Gefühlt Erfurt die erste Stadt, die erste Hauptstadt hier auf der Karte. Oh Mann. Mir fehlt so viel Geld. Das nächste Boot, und ja, ich sage immer das nächste Boot, weil das ist halt immer eine krasseste Geldquelle so. Die Boote, ist es da hinten, da Kacke. Das ist doof. Da ist noch eins. Ja, dauert auch lange, bis ich von den Booten Geld kriege, so ein bisschen. Deswegen werde ich jetzt erstmal gucken, wie lange es jetzt dauert. Ich werde erstmal jetzt hier. Nee, ich würde eigentlich lieber das hier bauen, dann ist es einfacher, das hier zu bauen, so ein bisschen. Oh lol, das kann ich wieder abreißen. Wegen der Steigung. Ja, also hier ist ja das eine Boot, was jetzt kommen wird. Das braucht noch. Welchen Takt hat eigentlich meine Bootslinie? Die ja gerade minus ist, weirderweise. 10 Minuten, alles klar. Aber sag mal, wie ihr es findet, dass ich auch jetzt so eine zweigleisige Strecke habe auf meiner Karte. Das ist die erste zweigleisige, die ich hier habe. Ein paar Ausfahrtssignale, hier kann es einmal im Verkehr sein. Hier nicht.
Und jetzt in Erfurt Ried, der nächste Streckenabschnitt. Aber ich würde hier schon mal so einen kleinen Abschnitt bauen, weil da kann ich schon mal Signale setzen. Das erspart mir Zeit, wenn ich gleich ich mache ja erst gleich hier das hier das Zeug hier. Aber ja, oh mein Gott, ich kann es hier lassen. Ein Weltwunder ist passiert. Und das hier kann ich mir auch direkt leisten. Ja, das ist doch geil, echt. Endlich. So, jetzt kann ich mal wieder auf Play machen. Ist das Boot angekommen oder warum? Nee, es ist noch hier hinten. Geil. Jetzt bin ich auch wieder Minus, weil ich wieder auf Play gedrückt habe. Es ist immer so, wenn ich einmal auf Play drücke, ich bin direkt wieder Minus. Direkt. Jetzt brauche ich 100.000, dass ich hier... 130.000. Und 23.000. Dass ich das hier bauen kann. Da kann ich gleich schon mal die Regionalbahn 1 machen. Das Gute ist, das Gute ist, dass ich jetzt nicht mehr so einfach von viel zu viel Strecke runtergezogen werden kann, weil ich habe 1,5 was ist denn ja jetzt schon wieder los? Ah, die Borsig ist draußen. Schon wieder diese Züge hier. Echt, das ist ja so beschissen. Ich habe ja extra hier noch keine Signale gesetzt auf dieser kleinen Strecke. Wo ist denn der? Der ist hier, ne? Ja, genau. Erstmal würde ich hier in Erfurt das so machen. Ich werde jetzt erstmal warten müssen, bis ich hier ein bisschen Geld habe. Dass ich hier das eine hier auf dem einen Gleis hält, das andere auf dem anderen. Ja, jetzt weiß ich, warum der immer weiterfährt, weil ich ja Bahnhöfe habe und dann sind ja automatische Signale eingebaut. Also ist das ja eigentlich logisch. Ja, das ist doch wieder richtig kacke. Also dann ja, kann er hier dann durchfahren. In eine Weiche rein. Und hier auch. Wenn das gehen würde. Geht. So. Dann kann hier keine Ausfahrtssignale. Das Ausfahrtssignal kommt hier hin und das ist ein Bahnverkehr, ein Einbahnsignal. Hier auch noch ein Ausfahrtssignal. Hier eins, was ich mir nicht leisten kann. Stark. Ich sag direkt wieder Minus. Achso, Leute, ich muss ja auch die Weiche setzen, glaube ich. Kleine, aber feine Weiche. Um dieses kleine, dumme Problem zu lösen. Warte mal. Jetzt hält sie wieder an. Jetzt kann ich so machen, dass... Ah nee, lol, warte mal. Also die im Linie 2 muss ich jetzt erstmal einrichten, dass bei der 8, glaube ich. Gleis 2. Ja, genau. Muss ich jetzt erstmal kurz ein Ausweichgleis reinpacken. So, jetzt fahren die beide wieder los. Und ich baue das auch mal gleich wieder ab. D
denn das nächste Signal soll dann halt hier in Erfurt sein. Da wird es dann wieder eingleisig. Dann gibt es das nächste hier. Ich hoffe, das funktioniert. Und wenn dann wieder irgendwas passiert, dann werde ich es auch wieder dann lösen. So, jetzt geht das alles wieder. So. Jetzt geht es wieder. Und ja, ich werde mal eine kleine Linie erstellen. Also. Mann. So, jetzt. Zug. Oh, falsche Klammern. Zug 3. Minden. Leipzig. Aber ich werde erstmal hier jetzt eine zweispurige Strecke machen. Also Gleis 1 halten beide Züge auf dem Gleis 3. Ja, hält nur die Linie 3. Und hier muss ich jetzt alles zweispurig ausbauen. Das wird auf jeden Fall teuer. Aber hat auch einen Vorteil, weil dann gibt es hier weniger Probleme. Achso, ja, und der Bahnhof. So. Einmal Verkehr, ja. Einmal hier. Oh, Kacke. Der Zug, der auf dem falschen Gleis fährt. Das ist auch immer richtig beschissen. Aber so kann er erstmal einfahren. Dann werde ich das Signal dahinter setzen. Dann hier nur eins. Und ja, ich setze vielleicht zu viele Signale, das kann wirklich sein. So, dann sollte es jetzt eigentlich funktionieren. Nee, warte mal. Achso, eine Weiche fehlt. Hier. So, jetzt geht das wieder. Und jetzt ist ab hier jetzt aber auch zweigleisig bis Minden. Jetzt kann ich hier diesen Zug machen. Der geht dann ja auch rüber. Über diese Strecke. Ich weiß nicht, ob Minden und Erfurt, also Minden Erfurt, so overrated ist, wie ich mir das jetzt vorstelle, aber ich mach's jetzt einfach trotzdem. Vielleicht ist das ja profitabel. Und dann nochmal der Hauptbahnhof. Auf dem richtigen Gleis sogar. Ja. Und dann wieder nach Minden. So. Ja. Das wäre dann schon mal die Regionalbahn. Die wird irgendwann, wie gesagt, bis Düsseldorf fahren. Hier warten immer noch so viele Leute. Ich werde jetzt einfach mal einen Zug losschicken. Und die Borsig ist ja draußen. Die kann 45 km/h. Personenwagen Bayern, der kann auch 50. Ich mache erstmal nur 32, weil ich glaube, da fahren nicht so viele mit. Die Buslinie kommt im nächsten Video. Ach komm. Jetzt hat einfach nur der eine Stadtteil von Erfurt mit dieser Linie nur ein bisschen mehr Anbindung, aber ja, was soll's. Weil hier in Erfurt warten nicht so viele. Achso, weil der Zug erst hier ist. Da im Zug sind
23, also eigentlich ist es ja noch okay so. Auf jeden Fall könnte ich bald mal die Züge alle mal modernisieren, also die packe ich mal auf die 3. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf der 2, wo ist die 2? Die 2. Da. Wenn ich jetzt alle Züge mal so modernisieren würde. Personenwagen Bayern, die können 8, die können 6, okay. Mit 48 Kapazität, so wie es vorher war. Und der Borsig. Wo ist sie? Da. Das soll nämlich 2 Millionen kosten. Das ist gar nicht mal so viel. Aber dafür, dass sie dann 10 km schneller sind, ist das ja eigentlich schon gut. Also 5 km schneller. 5. Ups. Ja, gut. Aber der hat 122 PS, die nur 95. Aber die Kilonewton sind die gleichen. Aber die brauchen sowieso eine Erneuerung. So. Ja, das wäre dann das, was ich jetzt in der Folge so gemacht habe. Also was habe ich jetzt überhaupt in der Folge gemacht? Gar nicht so viel. Nicht dumm? Ja, bin ich. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier eine zweispurige Hauptstrecke. Langenfeld, ja. Leipzig-Minden. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Den Erfurter Hauptbahnhof. Jetzt hat er den Namen Erfurter Hauptbahnhof auch verdient, weil ich ja hier auch einen zweiten Bahnhof habe in Erfurt. Das ist ja schon mal gut. Und da kommt schon der Zug. Ja, der ist auch schön. 6 warten hier, wird nie jemand warten, bis es nicht eine Straßenbindung hat. Auf jeden Fall ja, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen und damit bis zum nächsten Video und ciao.